C, yeah! Ich brauch einen Plan C. Plan C ist so geil. Plan C? Ja! Herzlich willkommen bei Plan C. Heute ein kleines Video. Und zwar ist es kein eigentliches Reaktionsvideo in dem Sinne, sondern es geht um Seven Force Wild. Ja, erstmal sorry, dass ich hier so ganz leger in Trainingshose und T-Shirt sitze. Ich komme auch gerade von der Arbeit. Aber mir schwirrt das schon die ganze Woche so irgendwie im Kopf rum und ich muss das jetzt einfach abdrehen, weil sonst komme ich da nicht mehr zu, sonst habe ich da keine Zeit zu. Ich habe jetzt gerade mal so ein paar Sekunden Zeit, wo ich hier alleine in der Wohnung bin, sonst ist es irgendwie immer doof. Dann rennt der durchs Bild und der, das ist totale Kacke und ich wollte es einfach nicht im Keller drehen. So, jetzt zu dem eigentlichen Thema und zwar, was kotzt mich, ganz ehrlich, jetzt schon an Seven Force Wild an? Was ich davor sagen muss, ist, alles, was ich jetzt sage, beruht nicht auf irgendeiner Antisympathie gegen irgendwelche Leute. Ich habe weder gegen Fritz was, ganz im Gegenteil. Und ich habe auch nichts gegen Knossi. Ich kenne den Mann gar nicht. Der kommt aber aus einer komplett anderen Welt. Und diese anderen Teilnehmer, die dabei sind, ja, sage ich was dazu. Also jetzt mal so ganz kurz, ich schieße jetzt einfach mal los. Was kotzt mich an Seven Force Wild an? Oder wir fangen mal vorne mit den ganz Guten an, damit es ein bisschen leichter für euch wird. Ich sag mal, die Idee ist super. Seven Force Wild geht in die nächste Runde. Als ich das gehört habe, dachte ich erstmal, wow, cool, alles klar, tropische Insel, hey, geil, besser kann es nicht kommen. Alles gut. Und es ist natürlich auch, das muss ich vorher dazu sagen, bevor ich jetzt anfange zu meckern, natürlich will Fritz damit Geld verdienen. Und natürlich ist es kaufmännisch gar keine schlechte Entscheidung, da irgendwelche Internetgrößen reinzubringen. Habe ich alles voll mal Verständnis für, volles Verständnis für. Und es ist sein Ding, sein Baby und er kann natürlich damit machen, was er will. Ich kann jetzt nur von mir aus sagen, was ich dazu denke. Jackknife hat da schon ein ganz gutes Video zugemacht und ich muss sagen, ich bin da eigentlich bei ihm voll mit auf der Seite. Bei den Kandidaten, die da ausgesucht werden, da frage ich mich natürlich irgendwo, was unterscheidet dann Seven Force Wild noch gegen irgendwelche anderen Formate, die wir vom Fernsehen kennen, wie Dschungelcamp, wie Sommerhaus der Stars oder, ehrlich gesagt, ich gucke so einen Scheiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was es da überhaupt gibt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Müll. Ganz ehrlich, was soll das? Ich meine, es sind nicht alle Kandidaten gleich. Der Sportfreak, okay, ja, Die eine Autor Sabrina, ich bin doch jetzt gar nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht hundertprozentig im Bilde, was jetzt Seven Force Wild angeht. Weil, das ist nämlich auch ein Problem dieser ganzen Dinger, du kommst gar nicht mehr hinterher. Ich bin zum Beispiel die ganze Woche weg und ich kann das gar nicht schaffen, am Wochenende da 100% alles mitzukriegen und die Regeländerung und hast du nicht gesehen. Und teilweise muss ich ehrlich sagen, interessiert es mich auch nicht. Ich sehe das so, die erste Staffel, da hatten wir irgendwo noch Bezugspunkte. Da waren das noch Leute, wo man sagen konnte, ey Bommel, das ist ein cooler Typ. Das ist einer von uns, das ist ein ganz normaler Typ. Den würdest du auf der Straße auch ansprechen und sagen, hey Bommel, alles klar. Da würdest du, ich meine, ich würde jeden, ich würde auch Knossi auf der Straße ansprechen, darum geht's nicht. Aber ich würde vom Bommel eine ganz normale Antwort erwarten. Ich würde erwarten, dass das ein ganz normaler Mensch ist. Ja, bei den heutigen Kandidaten, die jetzt drin sind, bin ich mir dann nicht ganz so sicher, ob da nicht doch ein bisschen Alien mit bei ist. Nee, ganz ehrlich. Also wie gesagt, nichts gegen... Aber ich kann Menschen, die sich eine Papphaube oder Plastikhaube oder was immer das sein soll, auf den Kopf setzen und dann solche Reaktionen im Internet bringen, da völlig durchdrehen und völlig überschnappen, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht ernst nehmen. Und ich bin so ein Typ, ich meine, der hat sein Publikum, alles gut, alles easy, soll er machen. Aber was hat der bei Seven Force Wild zu suchen? Und auch einige der anderen Kandidaten. Ich habe mich mit den anderen Kandidaten jetzt noch nicht so super beschäftigt. Der Fitnessfreak, ja, ist halt ein Fitnessfreak, kann ich so jetzt nicht unbedingt was zu sagen, ist auch nicht so unbedingt meine Welt, aber da kann ich ja noch mitgehen und kann sagen, okay, der kann ja Dings vielleicht was bringen oder ich weiß es nicht. Dann hat er einen Soldaten jetzt mit drin, ja, okay, kann ich auch durchaus, militärische Ausbildung, er scheint auch ein bisschen schon was gemacht zu haben. Muss ich ehrlich sagen, den Kanal kannte ich vorher auch nicht. Sabrina Autor sagt sie mir vorher auch nichts, sieht aber ganz nett aus, habe ich auch kein großes Problem mit. Aber Knossi und dann diese andere Mädel, was dabei ist, sieht auch toll aus. Aber das sind so Menschen aus komplett anderen Welten. Und da frage ich mich natürlich, was haben die darin zu suchen? Dann natürlich wieder eine gute Sache, die Idee mit der Wildcard.
Richtig geil, richtig super, Fritz. Hut ab, sehr geil. Da kommt dann Wenigens wahrscheinlich noch einer mit bei Seven Forest White auf die tropische Insel, mit dem sich die Zuschauer irgendwo auch identifizieren können. Sehr gute Sache. Jetzt komme ich zu dem, was mich aber so richtig ankotzt. Und ganz ehrlich, das hat mich auch die ganze Woche schon so ein bisschen wütend gemacht. Und ich werde versuchen, da so keine Schimpfwörter oder sowas zu benutzen, weil ganz ehrlich, ich finde das sowas von abartig. Ich habe übers Wochenende, übers letzte Wochenende schon, und ich werde auch dieses Wochenende wieder jede Menge, also ungelogen hunderte von Bewerbungsvideos mir auch angeguckt. Das waren etliche Stunden. Ich ganz persönlich, als Kanal, als Plan C, habe bei wirklich jedem, den ich mir angeguckt habe, Minimum einen Daumen nach oben, allein schon dafür, dass er das Video gedreht hat und auch ein Abo dagelassen und auch zu 99% einen Kommentar geschrieben. Das könnt ihr gerne nachprüfen. Das ist einfach so, weil das ist für mich einfach eine Sache des Anstandes. Ich gucke mir das an und dann sage ich mir, okay, der hat ein Abo verdient, allein schon dadurch, dass er dieses Video gedreht hat. Ob ich dann später das Abo da lasse, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in meinem Leben noch nicht wirklich viele Abos gelöscht wieder, also wieder rückgängig gemacht. Das waren dann wirklich Kanäle, wo ich gesagt habe, ja, die sind entweder, keine Ahnung, die gehen in irgendeine Richtung, wo ich nicht mitgehen kann, in irgendeine rechte Richtung oder hast du nicht gesehen oder... Aber das waren jetzt keine Kanäle, wo ich gedacht habe, naja, die bringen nicht die Leistung, die ich mir erwünscht habe. Ich mache die, das ist Quatsch. Ich finde sowieso, dass das YouTube nichts mit Leistung zu tun haben sollte. Und gerade unser Bereich Bushcraft und Survival hat nichts mit Leistung zu tun. Das müssen die Leute mal begreifen. Aber die Leute, ja, ich will mich jetzt gar nicht weiter. Ja, fange ich an. Also, was mir aufgefallen ist, dass unglaublich viele Bewerbungsvideos richtig hammergeil sind. Fritz hat auch schon auf viele reagiert, was ich super geil finde. Er kann natürlich auch nicht auf alle reagieren, das kann ich ihm auch nicht zum Vorwurf machen. Ich schaffe es ja selber kaum hinterher zu kommen, mir die anzugucken, weil es wirklich dermaßen viele sind. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent ich schon geguckt habe. Und obwohl es hunderte sind, finde ich immer noch wieder neue. Ja, und das eben auch von kleineren Kanälen, ne? Also vor allen Dingen von kleineren Kanälen habe ich mir angeguckt. Da waren also wirklich auch Leute dabei, die hatten teilweise 3 Abos oder haben ganz frisch damit angefangen. Allein nur wegen dieser Aufforderung zur Wildcard. Und das ist ja eine geile Sache. Es ist ja wirklich ein tolles Ding, ne? Aber was das Internet oder was die Abonnenten nicht... Was die irgendwie nicht begreifen ist... Ich würde es mal so als Parabel nennen. Nehmen wir mal an, YouTube ist ein dunkler Raum und in diesem dunklen Raum sind tausende von Kanälen. Einige Kanäle davon leuchten aus sich heraus. Fritz zum Beispiel ist auch so ein Kanal, der aus sich heraus leuchten kann, weil er ist einfach gut. Er hat viel gemacht und er kann es auch eigentlich. Aber für mich ist nicht nur oder nicht vorrangig der Kanal wichtig, der dieses Licht ausstrahlt, sondern viel wichtiger ist für mich, auf was alles fällt dieses Licht? Was kommt da alles noch mit? Und das ist natürlich bei Seven Forest Wildcard ein Riesending. Da ist ein Riesenscheinwerfer erstmal auf Bereiche des Internets gerichtet, das ist von YouTube gerichtet, die wir sonst gar nicht wahrnehmen würden. Und das ist doch das Geile, Leute. Das ist doch das richtig Geile. Und dann kommt der Hammer. Ich gucke mir diese Videos an und wie gesagt, persönlich lasse ich immer ein Abo, immer ein Like und immer meistens auch zu 99% einen Kommentar da. Und dann gucke ich mir die Videos an und dann stelle ich eine riesen Diskrepanz dazwischen dar, dass teilweise Videos dabei sind, die sind 10.000 Mal aufgerufen worden. Und von diesen 10.000 Aufrufern haben es noch nicht mal eine Handvoll geschafft. Ich meine, der Kanal hat 10.000 Aufrufe, jetzt als Beispiel, da gibt es mehrere. Ihr könnt ja selber mal nachgucken, ob euch das nicht auch schon selber aufgefallen ist. Das, sagen wir mal, da gibt es 10.000 oder 5.000. 5.000 Aufrufe, 50 Abonnenten aber nur. Und der hat aber schon vor einem halben Jahr angefangen. Das heißt also, diese 50 Abonnenten waren wahrscheinlich sogar schon da. Oder 45, vielleicht hat er ja 5 dazu gekriegt. Ganz wenig Likes und ganz wenig Kommentare. Und das bei Videos, wo ich sage, ey, da sind geile Ideen dabei. Die sind richtig gut gemacht. Das ist ja nicht nur alles... wo du sagst, ja gut, da ist jetzt mal hier wackel, wackel, wackel und der hat noch nie ein Video gedreht oder so. Nee, da sind Sachen dabei, die wirklich richtig, richtig geil waren. Wo ich mir gesagt habe, wow, das sind doch die richtigen Leute für die Wildcard. Und dann so,
ganz ehrlich, Leute, und das geht jetzt an diese Abonnenten, an diese YouTube-Nutzer, die es noch nicht mal schaffen, da ein Like, mit einem einfachen Klick ein Like zu hinterlassen. Ganz ehrlich, für mich seid ihr die Letzten, möchte ich jetzt nicht sagen. Weil sowas ist, hat einfach keinen Anstand. Ihr, genau ihr, seid die Typen, die in den Fußgängerzonen sich die Musik des Künstlers anhören und dann beim Weggehen wahrscheinlich noch über den Hut steigen und sagen, aber ich lasse jetzt keinen Euro da. Bei euch kann man wahrscheinlich, bei euren Charakteren kann man wahrscheinlich sogar noch froh sein, dass er nicht noch reinfasst. Ihr seid genau die Leute, die in der Kirche sitzen, sich vom Pastor volllabern lassen, wahrscheinlich auch noch die Absolution entgegennehmen und ihre Sünden vergessen lassen und dann, wenn die Kollekte rumgeht, sagen, nee, tut mir leid, meine Mütze ist das nicht. Das ist ohne jeden Anstand. Das ist ohne jeden Anstand. Ihr seid genau die Typen, die sich von ihrer Freundin auf der Blockflöte irgendwas Schönes vorspielen lassen und dann noch nicht mal den Anstand haben, dem Fischer im Boot was Gutes zu tun. Und wenn ihr nicht kapiert habt, was ich damit meine, dann googelt das oder fragt am besten Mama. Ich finde sowas komplett abartig. Ganz ehrlich, das ist das allerletzte Benehmen im Internet. Und dann gibt es auch noch solche Idioten dazwischen, die dann irgendwelche, das kann ich doch viel besser und irgendwie die große Schnauze aufhaben, diese Internet-Trolls. Ganz ehrlich, ich finde das allerletzte. Mit eurem Verhalten, genau mit diesem Verhalten, produziert ihr Kanäle, die am Ende immer größer werden und die kleineren fallen immer weiter weg. Und irgendwann haben wir überall nur noch Dschungelcamp und was weiß ich, was es da alles für einen Scheiß gibt. Das kommt genau dabei raus. Ich finde das ganz ehrlich abartig. Ansonsten, ja, zu den Kandidaten. Wie gesagt, Knossi kann ich wirklich absolut nicht ernst nehmen. Ich meine, das sagt jetzt nicht über ihn als Person aus. Ich hoffe mal, dass es bei ihm, so wie bei anderen Leuten auch, einmal eine Kunstfigur gibt und einmal einen richtigen Menschen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob sich das nicht schon viel zu sehr vermischt hat. Also Freunde, ich sehe das immer so, wer meinen Kanal kennt, der weiß, auch ich mache mich mal lächerlich. Auch ich nehme mal alles nicht so ernst und lache über mich selber oder mache blöde Witze oder irgendeinen Schwachsinn oder so. Aber ich habe immer eine rote Linie, über die ich nie gehen würde. Wenn ich das Gefühl habe, dass meine Enkel oder meine Kinder sich das in 20 Jahren angucken und sich dafür schämen müssen, dann mache ich das nicht. So einfach ist das. Die Welt kann ganz einfach sein. Man kann sich lächerlich machen, aber es gibt immer eine rote Linie. Und ich glaube, wenn du dir eine Plastikkrone aufsetzt und die Sachen machst, die er da im Internet macht, zum Beispiel mit seinen Reaktionsvideos auf seine... Das, ganz ehrlich, da steigt doch kein Mensch mehr durch. Überhaupt bei diesen ganzen 7-4-Haus, weil ich meine, das war vorher schon, aber das wird jetzt ja nochmal richtig gehypt. Reaktionsvideos von da und Reaktionsvideos von da und der reagiert auf das. Ganz ehrlich, ich bin ein arbeitender Mensch und ich habe tatsächlich, man soll es nicht glauben, neben dem Internet noch ein richtiges Leben und du schaffst das gar nicht, da überall drauf zu reagieren. Ja, deswegen finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen abartig. Also ich glaube nicht, dass ich nochmal zu 7-4-Haus weit irgendwelche Reaktionsvideos machen will. Man soll nie sagen, vielleicht ändert sich das ja Ganze und vielleicht ist es auch gar nicht so, wie ich das jetzt erwarte und vielleicht wird es auch viel besser. Ich hoffe es wirklich. Ich bin da, nur um das nochmal richtig zu stellen, ich bin da jetzt Fritz auch nicht böse oder so, im Gegenteil. Der kann da wahrscheinlich sogar am wenigsten für. Der hat das, sieht das einfach aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich glaube auch nicht, dass der irgendwie das bösartig meint oder so. Ganz im Gegenteil. Also nochmal Hut ab an Fritz und nochmal Hut ab an das ganze Orga-Team. Das ist alles wirklich super. Und ich denke mal, so wie ich kenne ihn persönlich nicht. Ich habe einmal neben ihm gestanden, aber da wusste ich ehrlich gesagt noch nicht mal, dass es Fritz Weilicke war. Weil ich bin einfach so ein Typ, mich interessiert sowas nicht. Das ist einfach so, ich bin aus einer anderen Welt. Ich denke, ich schätze ihn so anhand seiner Videos so ein, dass ihm das vielleicht auch schon selber aufgefallen ist und ich würde es echt gut finden, wenn er sich da selber auch mal so äußert, dass er einfach mal so zu den Abonnenten oder zu den Zuschauern hingeht und sagt, ey Leute, honoriert das doch einfach mal. Die Leute machen sich da echt, die reißen sich da einen Arsch auf. Wie gesagt, da sind wirklich Videos dabei, die nicht mal so schnell nebenbei gedreht waren oder so, sondern die richtig gut waren mit richtig guten Ideen und die im... Also für die Möglichkeiten, die Leute haben, die haben natürlich kein Kamerateam um sich rum, für die Möglichkeiten waren die richtig geil und da waren richtig Sahnestücke dabei. Und dann wird das so wenig honoriert. Im Gegenteil, dann wird das noch, also ich meine, das jetzt von 50.000
oder von 5000, von 5000 Leuten nicht unbedingt 500 da ein Abo hinterlassen, das ist normal. Aber wenn von 5000 zwei oder drei ein Abo hinterlassen und dann ich sehe, dass da Kommentare sind von vier Leuten und Daumen nach oben von drei Leuten, wo es 5000 geguckt haben. Ja, da fragt man sich wirklich, was ist mit diesem YouTube los und vor allen Dingen, was ist mit den Usern los? Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen, sage ich immer in meinen Videos, man sieht sich. Das musste jetzt mal raus, ne? Ey, das ist richtig befreiend. Das ging jetzt so die ganze Woche bei mir durch den Kopf und ich habe gedacht, das kann doch. Das hat mich echt geärgert. Das hat mich wirklich geärgert, ne? Aber naja, man ändert vielleicht YouTube nicht. Aber ich würde es, wie gesagt, mal ganz gut finden, wenn mal so ein paar größere Kanäle auf diese Problematik vielleicht eingehen und sagen, hier Leute, was ist mit euch los? Ihr wollt euch unterhalten lassen, ihr lebt in einer Welt, in der alles sofort erreichbar sein muss, ihr wollt euch berieseln lassen bis zum geht nicht mehr und ihr könnt dafür noch nicht mal Danke sagen. Nicht mal den Anstand für ein einfaches, ganz normales, ernst gemeintes Danke. Man sieht sich.